Servus Leute, in dem Video würde ich euch gerne zeigen, wie ihr Battle.net von eurem PC deinstalliert. PC oder Laptop natürlich. Auf Windows 10 und ja, wir haben bald 2021. Frohe Weihnachten an alle, die das jetzt sehen. Oder ein frohes neues Jahr. Und ich wünsche euch viel Erfolg im neuen Jahr. Und dann würde ich auch schon sagen, kommen wir zum Thema, oder? Also, ganz einfach, wie ihr auch andere Programme deinstallieren würdet, auf Windows-Suche gehen. Das ist, denke ich mal, der schnellste Weg. Einfach PR oder was auch immer, Programme hinzufügen oder entfernen, dass wir diese Funktion in den Systemeinstellungen finden. Ganz einfach Linksklick. Dann lädt das hier kurz, bis eure ganzen Programme eben aufgelistet sind. Ganz einfach könnt ihr entweder durchsuchen, eben nach Battle.net oder eben sortieren, damit ihr es leichter findet. Und hier könnt ihr noch ganz einfach, wenn ihr ganz viele Programme habt, macht es vielleicht doch Sinn, nach Laufwerk zu filtern. Denke ich aber, ist nicht so wichtig, wenn wir einfach Battle.net suchen können. Einfach suchen, perfekt. Dann sollte es hier aufpoppen. Wenn nicht, könnt ihr mir gerne euren Sachverhalt in den Kommentaren schildern und ich werde so gut es geht darauf eingehen. Ganz einfach auf Deinstallieren drücken. Jetzt öffnet sich dieser Wizard. Drücken wir Ja, Deinstallieren. Und hier genau kommt der Punkt. Wenn bei euch dieser Fehler kommt, dann werde ich, also, das ist eben bei mir auch und ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr das Ganze umgehen könnt. Wir machen es nämlich ganz einfach auf die harte Tour. Und da sich Battle.net ja eh nicht in einen Download-Ordner speichert, sondern wir nur die Anwendung hier haben, drücken wir einfach Rechtsklick drauf. Und können einfach ganz einfach sagen, löschen. Jetzt können wir noch in den Papierkorb gehen. Es kann sein, dass er ganz einfach bei euch am Desktop ist. Ich einfach suche einfach ganz kurz nach Papierkorb hier unten. Dann drücken wir also nochmal drauf und löschen. Das heißt, hier können wir auf endgültig löschen drücken. Und wenn wir das machen, dann ist die ganze Datei weg. Ist ziemlich rough, sage ich mal, dieser Weg, aber. Ich weiß auch nicht, es geht nicht anders. Wir müssen es so machen, aber es funktioniert ja eh gut. Also es spricht nichts dagegen, sage ich mal, das Ganze so zu machen. Weil wir ja eben diesen Fehlercode haben und es keinen Weg gibt, um den zu umgehen. Ja, dann hoffe ich auch schon, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wie gesagt, ich kann euch auch keine hundertprozentig genaue Lösung geben, warum dieser, oder keine Antwort geben, warum dieser Fehlercode kommt. Ich habe euch jetzt einfach nur einen Weg gezeigt, wie ihr das Ganze deinstallieren könnt. Ja, dann will ich auch schon sagen, dass wir uns im nächsten Video vielleicht mal wiedersehen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Erfolg in eurem Leben und ja, haut rein, ciao.